So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu unserer Videoreihe der Industrie 4.0. Und heute möchte ich jetzt mal speziell auf den Begriff Industrie 4.0 eingehen. Also wofür steht das eigentlich? Also die 4, die steht im Grunde nur für die vierte industrielle Revolution nach der Mechanisierung, nach der Massenproduktion und nach der Automatisierung haben wir nun eine computervernetzte Revolution, kann man so sagen. Und das Punkt 0 steht dafür für Computer und ist sozusagen ja immer das Punkt 0 oder Punkt 2, Punkt 3, Punkt sowieso, ist ja immer eine Bezeichnung für eine Version eines Software-Updates beispielsweise. Also wir haben nun nach der Automatisierung das Internet, was nun vordergründig ist, und auch hier die Vernetzung von Maschinen. Also man sagt hier eine Machine-to-Machine-Communication, also die Maschinen unterhalten sich untereinander über überordnete Programme, SPS-Steuerung, und sogar können wir flexibel Daten eingeben und diese werden dann so an die Maschine geschickt, dass am Ende die Produktion davon abhängt. Also dafür, also Daten werden permanent geändert und so können wir die Produktion flexibel machen. Das ist am Ende die Idee dahinter, dass wir nicht mehr persönlich eingreifen brauchen. Und auch hier spielt wieder die Vernetzung zwischen Lieferanten und Kunden eine wichtige Bedeutung. Denn hier können wir auch Datenströme von den Kunden erfassen, so wie beim Kundenservice zum Beispiel. Also wenn wir Probleme haben, was ich auch schon mal bei Big Data gesagt habe, können wir die Produkte laufend verbessern. So, und eine weitere Besonderheit ist, dass die Produkte, also unsere Erzeugnisse, über Speicher verfügen können, sogenannte RFID-Tags. Die geben sozusagen Aufschluss über die gesamte Fertigung und kann diese steuern. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz anhand dieser kleinen Grafik zeigen. Und zwar haben wir es folgendermaßen. Wir haben hier einen Kunden. Ja, dieser kann jetzt zum Beispiel online bestellen über ein Formular oder gehen wir jetzt mal von meiner Branche aus, wir bekommen eine Zeichnung zugeschickt. Ja, man kann dann diese Zeichnung am PC erfassen und kann die teilweise auch automatisiert schon jetzt wiederum an eine CNC-Maschine schicken. Die CNC-Maschine verfügt über Werkzeuge schon im Magazin, kann abfragen, ob diese Maschine diese Zeichnung so fertigen kann. Weiter geht nun an einen weiteren Fertigungsprozess ein Signal, dass zum Beispiel eine Bandsäge jetzt ein Rohteil herstellen soll. Ja, also nehme ich jetzt mal das B für Bandsäge, die stellt das Rohteil her und ein Roboter versehrt dies mit einem RFID-Tag. So, und dieser RFID-Tag ist am Ende dafür zuständig, dass wenn das zu unserer Maschine gelangt, wieder über einen Roboter, wieder der RFID-Tag ausgelesen wird, dann die Maschine wieder guckt, kann ich das so fertigen? Nach unseren Gegebenheiten fertigt dies, kann dann über einen Roboter entweder intern in der Maschine oder extern vermessen werden und kann dann anschließend somit verpackt und an die Logistik übergeben werden. Jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass über die zukünftige KI-Entwicklung und der Automation, was das autonome Fahren angeht, sogar die Logistik abgewickelt werden kann. Das bedeutet, wenn man so einen Prozess hier aufgesetzt hat, ist quasi fast menschliches Eingreifen nicht mehr notwendig. Das Einzige, was man ja hier an dieser Stelle sagen muss, ist, dass es natürlich Menschen bedarf, solche Prozesse aufzusetzen. Man muss sich mit RFID-Tags auskennen. Also es gibt mehrere Varianten des Speichern von Daten. Man kann QR-Codes haben oder
RFID-Tags, man muss sich mit solchen Maschinen auskennen, dann wie diese untereinander mit Robotern zum Beispiel kommunizieren können. Aber nicht nur die Maschinen untereinander, sondern es ist ja auch wichtig, wie diese Maschinen mit unseren Kunden hier interagieren. Ja? Oder was die Rohteile, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wieder mit unseren Lieferanten interagieren können. Das ist an dieser Stelle auch wichtig, dass wir nicht nur die Maschinen untereinander haben, sondern dass dieses System als Netzwerk besteht, dass wir Kunden- und Lieferantenbeziehung zugleich auch haben können. Und das ist am Ende der Kerngedanke der Industrie 4.0. Wir müssen hier ein System schaffen. Anfangs brauchen wir nicht unbedingt den Grad der Automatisierung. Wir können auch versuchen, diese Systeme schon mit Mitarbeitern umzusetzen und nach in die Automatisierung zu gehen. Und das ist auch das, was ich meinte mit der Automatisierung und den Fachkräften. Das ist natürlich wichtig, dass diese sich mit diesen Punkten hier beschäftigen können. Mit CNC, der Kommunikation mit Robotern und Tags, genauso wie der Logistik und der Kunden. Das heißt, von Vertrieb über Lieferanten, über systeminterne Prozesse müssen hier die ganzen Angestellten bzw. die ganze Firma eingebunden sein in diesen Prozess und diese ganzen Interaktionen zwischen den einzelnen Abteilungen müssen hier vorherrschen. Nur dann kann dieses System wirklich effektiv sein. Das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. So, dann ist es auch noch wichtig, dass wir die Produktion wirklich nur steuern, wenn ein Kunde einen Auftrag gibt. Das nennt man sozusagen nur noch Bedarfsfertigung. Das ist in der Industrie 4.0 ganz wichtig, weil wir laut Bedarfsfertigung ja Teile über CNC sehr flexibel herstellen können. Wir haben hier nicht mehr den Vorteil der Massenproduktion, was halt früher war. Heute ist es so, dass die ab Losgröße 1 effektiv sind, was ich ja bereits sagte in dem Video zur CNC-Thematik. Und dadurch können wir hier die Rüstzeiten verringern und schaffen eine hohe Auslastung mit den Maschinen, wenn hier die Kundenaufträge reinkommen, wenn wir eine Bedarfsfertigung haben, weil es ist ja wichtig, auch die Lagerkosten zu minimieren und. Aber da gehe ich nochmal speziell in der Logistik drauf ein und wenn ich nochmal gesondert Videos zu den Fertigungsprozessen dann mache. Ich hoffe, ich konnte euch diese ganze Thematik jetzt mal nochmal ein bisschen näher bringen. Wenn es euch am Ende gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Gefällt mir oder einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt, ob ich nochmal spezielle Videos zu einzelnen Themen machen soll. Oder abonniert den Kanal, damit ihr auch wirklich wieder keine weiteren Videos verpasst. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Ciao.